Kuckuck, Kuckuck auf deinem Wald. Ist auf dem Wald. Grüß dich und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa von Auto Bavaria. Ihr seht schon im Hintergrund, heute unterwegs mit mehr Equipment. Heute bin ich mehr im Bereich Glamping unterwegs. Das hat den Hintergrund, dass ich heute mit meinen zwei kleinen Kindern hier draußen unterwegs bin. Ja, und das Ganze ist nicht ganz so einfach in dem Alter, alles alleine zu managen. Drum habe ich heute einen Kameramann mit dabei, der das Ganze filmerisch begleiten wird. Ich bin ihm richtig neidisch, denn er darf heute Nacht in der Amok schlafen. Ich habe noch keine Nacht drin verbracht und ich glaube, das wird richtig bequem. Aber auch wir werden es uns richtig gut gehen lassen. Wir werden eine tolle Zeit hier draußen haben und wenn du magst, kannst du uns gerne begleiten. Und begleiten. Ja, wie schon erwähnt, hier schläft mein Kameramann in der neuen Amok-Traumrohr. Ich habe sie euch ja vor kurzem vorgestellt, dass die jetzt neu in meinem Equipment ist und ich will echt sobald wie möglich da drin schlafen, weil der Liegekomfort ist grundlegend anders als in einer anderen Hängematte und da bin ich echt gespannt drauf. Ja, aber auch wir haben es schön gemütlich, denn die Kinder und ich schlafen hier im Zelt. Das ist das Nordisk Faxe, ein Riesenzelt, aber es ist so ein bisschen oldschool-mäßig aufgebaut. Ihr seht, das ist nicht so die typische Kuppelform, wie es die Zelte heute haben. Und das gefällt mir einfach. Das schaut so ein bisschen aus wie die Zelte von früher. Bietet ganz viel Platz, auch bei Regen. Wir schauen jetzt gleich mal uns das Innenleben an, dass ich euch so ein bisschen einen Einblick geben kann, wie wir da heute und die nächsten Tage nächtigen werden. Und der Maus blieb also nicht gerade. Nein, die Maus hat kein Harz dran, nur ein bisschen Moos. So, jetzt kann es wieder losgehen. Was hat denn noch mal ein Moos? Ein Moos, das machen wir heute aber. Ist nicht so schlimm. Die Maus mag das. So, jetzt du mit der Maus schmusen. Hier werden wir heute Nacht richtig viel Platz haben und ich denke auch ganz gemütlich schlafen. Wir haben alle die Grützi-Schlafsäcke. Ich habe den Natural, der mit diesem Leinen. Das ist ganz angenehm im Sommer. Der Sebastian hat den Mitwachs-Schlafsack von Grützi und der Johannes hat den Übergangsschlafsack von Grützi. Also ich denke, es wird keiner frieren. Und selbst wenn es regnet, dann haben wir hier drin so viel Platz, dass es wirklich aushalten lässt. Schau mal, das könnte für unsere Waldwanderlei nehmen. Das sieht schön aus, oder? Wie ein Waldwanderstab. Was das machen? Wo wollen wir es denn machen? Am besten da hinten mit den Hunden mitkommen, oder? Ja, wir müssen nur die Töpfe von da unten rüberbringen. Warte. Ja, das ist bloß das Harz, das kann ich jetzt nicht oben machen. Kannst du mitmachen? Ja, wir machen es gemeinsam, die ganzen Zapfen darüber bringen. Dann mach ja mal. Na, darüber. Weil da gehen die Hunde hin, dann ist wieder kaputt. Bring mal hier hin. Ja, bring alles da ein. Gut. Ich dachte, wir machen hier so ein großes Teil, so einen großen Kreis. Ein schönes Muster mit Stöcken und Zapfen und Rindenstücke. Dann komm her, ich schaue es mir an. So, unsere Spitze. Und jetzt hier so im Kreis rumlegen. Dann machen wir große Kreise, kleine Kreise. Genau. So, der erste Kreis ist fertig. Dann machen wir noch einen, oder? Ja. Wir können dann hernach auch so Strahlen machen wie die Sonne. Das können wir dann mit Ästen machen. Ja. Der Johannes hat gesagt, er schläft heute Nacht alleine in der Hängematte. In der Kinderhängematte. Ja, werden wir mal schauen, wie kurz die Nacht ist. Traust du dich das? Ja. Okay. Mama, das ist okay. Thank you.
Schau, wenn du es andersrum drehst, dann sieht man es ja auch, weil so ist gleich mit dem Erdboden verschluckt. Mit dem Moos, genau. Da hinten liegt noch mehr, den müssen wir noch holen. Johannes und ich machen gerade ein Waldmandala. Gell? Ja. Aus verschiedenen Naturmaterialien, Rinde, Zapfen, Stöcke, was wir so finden. Ja. Trägst du es hinter? Ja. Gut. Dankeschön. Wir haben hier einen Baum gefunden, der beschädigt worden ist, wo ganz viel Harz dran ist. Und wir nehmen jetzt die oberste Schicht weg. Da wollen wir nämlich eine Pechsalbe draus machen. Aber wieso, Johannes, wieso nehmen wir nur die oberste Schicht? Weil der Baum sehr verletzt ist und der braucht es für Heilung. Genau, das ist sein Pflaster. Ja. Schau, hier bist du ein bisschen zu tief gegangen. Da sieht man schon wieder die Wunde. Da musst du jetzt ein bisschen Harz drüber streichen. Genau. Ich helfe dir gleich. Das streichen wir wieder drüber, dass da keine Keime und Bakterien reinkommen können. Das heben wir runtergefunden. Das heben wir gleich auf. Geh runter. Ja, so kommst du aber nicht. Oh, wir haben was runtergefunden. Nicht schlimm. Okay. Und zum Schluss. Danke sagen zum Baum. Ist nicht alles selbstverständlich, was man aus der Natur entnimmt. Aber ich will hinten sagen, was du hier hinten machst. Das Feuer machen wir heute in einem Hobo hier auf dem Baumstumpf. Feuer auf dem Baumstumpf ist auch im Hobo nicht ganz ungefährlich, denn das kann hier ganz schnell zum Glühen anfangen und sich dann nach unten durchbrennen, dass wir hier einen Wurzelbrand haben, was auch nach Tagen später erst richtig entfacht werden kann. Drum ist unsere Lösung, wir schmieren hier diesen Matsch, die nasse Erde hier drauf, um da einfach nochmal eine zusätzliche Sicherheitsschicht oben auf dem Baumstumpf zu haben. Ist das ein Wolf? Nein, das ist von keinem Frosch. Das ist von einer Matschpfütze. Matschpfütze? Mhm. Macht sehr gutes Kleber. Lehm wäre ein guter Kleber. Lehm oder Ton ist ja auch so matschartig. Aber das bröckelt man dann wieder. Das bröckelt dann wieder. Aber das bringt man dann so wieder runter, wenn man es wieder runter will. Doch, mit Wasser. Okay. Gute Idee, ja. So, jetzt ist es besser. Kannst du neben dir sitzen? Mhm. Okay. Mit einer Klappstuhl? Ja. Okay, wo sitzt du? Hier irgendwo. Okay. Hey. Hey. Was soll das in Gaggi? Koko. So, Johannes. Richten wir uns mal alles her. So, magst du es probieren? Ja. Feuer machen? Ich halte die Rinde ein bisschen und wackel die nicht so. Das ist nicht so schlimm. Gut. Ja, schau, wie du schon richtig starke Funken machst. Ein bisschen näher ran. Ich mach das mit dem Zusammenschieben. Du kümmerst dich nur um die Funken. Mama, du kannst es gemeinsam machen, nur es geht so schwer. Mhm. Warte mal. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich bin. So, na, lass mal. Ich halte das und du das. Deine Feuerwehr.
Ja, aber nicht zu viel, weil sonst erdrückt man das Feuer. Immer nur ganz langsam. Erdrücken, dann kriegt es keine Luft mehr. Na, schau, da ist Moos drauf, das kannst du nicht reinschmeißen. Moos kokelt bloß. Das ist ganz nass. Da war auch Kacke drauf. Na, das war von der Erde. Nein, eher vom Bad. Jetzt lassen wir das erst wieder runterbrennen und dann erst wieder nachlegen. Sebastian, nur warten. Da brennt es dann auch runter und ja, fällt ab. Genau. Also lieber schauen, dass alles drin ist und nichts drüber steht. Heute Abend gibt es Würstel. Ja, und wir nehmen heute noch viel und morgen noch mehr. Ja, aber jetzt gibt es erstmal was Leckeres ja. Zum Essen. Die Bäuche sind leer, der Magen knurrt. Bei mir knurrt schon die ganze Zeit der Magen, der hat nicht mehr auf. Ja, dann ist es ja umso besser, dass es jetzt gleich Essen gibt. Ja. Bastian, gehst du noch mal in dein Versteck und ich komm nach. Gegessen. Okay. Das ist heiß. Dann möchten wir Wasser. Mama, ist das Wasser? Ja, für den Tee. Dann packst du ihn. Packst du dann ein Löffel rein. Mhm. Ja. Kann ich dann, wenn was. Und wieder leer. Jetzt am Abend wasche ich die Kinder nochmal und dazu koche ich jetzt heißes Wasser auf, vermische das mit einem kleinen bisschen Seife und kaltem Wasser und dann gehen die zwei sauber und umgezogen ins Bett. So, die Kinder sind jetzt im Bett. Ich habe noch Musik anbekommen, dass sie nicht ganz so im Stillen liegen müssen. Ja, und wir genießen jetzt dann noch die Abendstunden, bisschen am Lagerfeuer oder am Hobofeuer. Die Stille des Waldes. Und morgen geht's weiter. So, gute Nacht. Ich verkrümmel mich jetzt zu meinen Jungs ins Bett. Mal schauen, wie die heute Nacht schlafen, aber bisher hat es ja draußen immer ganz gut geklappt, also bin ich zuversichtlich. Morgen früh werden sie mich dann rausquälen zu unmenschlichen Stunden. Aber das gehört dazu. Na dann, gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, wir haben strahlenden Sonnenschein, richtig schönes Wetter. Ja, du bist auch ein Sonnenschein. Die Kinder haben, du natürlich auch. Die Kinder haben eigentlich gut geschlafen. Um 5 war ganz nah ein Reh, das hat ziemlich laut gebellt. Die Hunde waren zwar ruhig, aber die Kinder sind aufgewacht und haben natürlich dann gefragt, was das ist. Ja, und ich dachte schon, jetzt ist die Nacht vorbei um 5, aber zum Glück sind sie noch mal eingeschlafen. Jetzt dann mal entspannt frühstücken und dann schauen wir mal, was wir heute alles Tolles machen. Mit hier Wassercreme? Kann das ich auch machen?
Letztes Jahr habe ich mir draußen so Steinzeit-Sandalen gemacht und der Johannes hat die gesehen, der wollte unbedingt auch welche. Ja, und die Kinder tragen eh fast nur Barfußschuhe und das ist dann genau das gleiche Feeling wie Barfuß, nur geschützt. Gell? Ja. Gefallen dir die? Ja. Sebastian, nicht so laut. Wenn man draußen mit Kindern unterwegs ist, muss man schauen, dass die ganze Ausrüstung irgendwie verräumt oder verstaut ist. Ich habe es mir angewöhnt, dass ich alles einfach hochhänge, sodass die Kinder nicht rankommen, weil sonst findest du nichts mehr. Entweder ich hänge es an Bäume oder ich mache mir eine direkte Ausrüstungsleine, wo ich dann nur alles dranhänge. Dann ist es einfach verstaut und du weißt, wo du hinlangen musst, dass du deine Ausrüstung findest. Mein Ausrüstungsgürtel ist so mein Heiligtum und die Kinder wissen, sie dürfen da nicht rangehen, aber die Versuchung ist natürlich groß. Und drum haben alle beide relativ früh schon ihre eigenen Ausrüstungsgürtel bekommen, auch wie meiner von Bernd Korell von Gürtel Extreme. Der Johannes hat seinen jetzt ungefähr seit 1,5 Jahren und so die ersten Gegenstände, die er dran hatte, waren so ein kleiner Pouch, da hat er drin Paracord, Pflaster, falls er sich mal schneidet, seinen eigenen Feuerstahl. Dann hier von Opinel, das war sein erstes Messer, das ist so ein Klappmesser. Da kann man die Klinge feststellen, das fand ich recht wichtig. Eine Pfeife für den Notfall, dass er pfeifen kann, um auf sich aufmerksam zu machen. Und ein Okular. Ja, und neu dazugekommen ist jetzt von Haber, da können wir gerade die Terra Kids Kollektion testen. Das ist so eine Outdoor-Serie für Kinder, die eben viel in der Natur unterwegs sind. Da haben wir jetzt das Schnitzmesser, das ist richtig scharf, also das darf er auch nur unter Aufsicht benutzen. Funktioniert ganz gut. Und eine kleine Klappsäge, um die bin ich ihm auch neidisch, weil die ist ideal so, wenn man wenig Equipment draußen dabei haben will. Die passt an Gürtel dran, muss ja nicht immer gleich die Silky sein und die vom Taschenmesser ist halt meistens doch zu klein. Ja, und der Sebastian hat hier auch von Haber so einen kleinen Forscher-Pouch mit dran, mit Kompass. Und nochmal einen Pouch, in dem hat er allerdings nur sein Feuerwehrauto. Ja, so bleibt mein Gürtel geschützt, weil die Kinder wissen, sie haben ihren eigenen. Sie können selber ihr Zeug benutzen, sie haben alles, was ich dran habe, gut, fast alles, auch an ihrem Gürtel. Und das passt einfach ganz gut. Da sind sie auch richtig stolz drauf, wenn sie die dann tragen können und damit rumlaufen. Richtig schön anzuschauen. Mit den Kindern draußen zu sein, ist nicht immer entspannend, das muss ich zugeben. Also gerade so am ersten Tag, wenn einfach aufgebaut werden muss und alles hergerichtet werden muss, das ist schon anstrengend, wenn die Kinder gleichzeitig auch beschäftigt werden wollen. Aber also wenn man dann mal über einen längeren Zeitraum draußen ist, dann beginnt die Entspannungsphase so ab dem zweiten Tag, wenn einfach alles hergerichtet ist und die Kinder können sich dann hier frei bewegen, das passt dann alles. Und es ist auch echt schön zu sehen, wie die Kinder dann einfach runterkommen und sich dann selbst in der Natur beschäftigen. Die brauchen dann gar nicht so die Nähe. Man muss sie natürlich schon anleiten und dann herzeigen. Meine Kinder wollen ganz viel über die Pflanzen wissen, welche Pflanzen kann ich essen und welche nicht. Und ja, zwischendurch ist es schon anstrengend, wenn beide dann müde und quengelig sind oder irgendwo hinfassen, wo es einfach gerade absolut nicht passt. Aber so der Großteil der Zeit ist echt schön, mit den Kindern draußen zu sein. Das genieße ich sehr. Im Moment gerade ist es wirklich schwierig, weil ich versuche den Kindern natürlich alles mein Wissen beizubringen. Und dazu gehört natürlich zum einen die Wertschätzung der Natur gegenüber. Und was mir eben auch ganz wichtig ist, dass im Wald Ruhe ist. Sie müssen einfach wissen, wenn wir den Wald betreten, dann betreten wir das Territorium der Wildtiere und hier müssen wir uns anpassen und leise sein. Und diese Balance zu finden, das ist eine echte Gratwanderung, weil einerseits möchte ich natürlich, dass die Kinder hier frei spielen können. Und im Wald ist die Zeit auch ein bisschen, ich möchte mal sagen, regelfreier. Zu Hause gibt es doch relativ viele Regeln, was darf ich und was darf ich nicht. Und ich möchte schon, dass die Zeit im Wald einfach ein bisschen ruhiger ist und ja, da dürfen es auch einfach mal mehr als zu Hause. Aber diese Stille im Wald, die möchte ich einfach den Kindern beibringen, dass das wichtig ist, dass das wertschätzend gegenüber den Wildtieren ist
Und das ist gerade ein bisschen schwierig, weil gerade der Sebastian, der versteht das noch nicht so und der quietscht halt dann auch mal. Und ja, das ist schon echt eine Gratwanderung, aber es wird. Hast du den Feuerwehrauto dabei? Ja, von meinem Unterset. Von deinem Gürtel, oder? Ja, von meinem Unterset-Gürtel. Okay. Mama, du warst mit dir heute mitspielen. Ich darf damit spielen? Ja. Okay. Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald. Wald. Frühling, Frühling, wird es nun bald. Wald, Wald. Lasset uns singen, tanzen und springen. Ja, lasst uns singen. Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald. Was du besungen, ist dir gelungen. Frühling, Frühling, stelle dich ein. Aus dem Wald. Mama, können wir jetzt wohl mit dem Bevor ich den Platz hier ausgewählt habe, habe ich natürlich hier die Umgebung schon mal geprüft und geschaut, wie sicher es hier ist und ob das überhaupt geeignet ist mit Kindern. Und an dem Tag, an dem ich hier war, war in dem Waldstück hinter mir anscheinend gerade ein Bienenschwarm, der ausgeschwärmt ist. Das hat so unglaublich laut gebrummt. Ich wollte eigentlich noch weiter in die Richtung, aber ich habe mich dann dazu entschieden, das nicht zu machen, weil ich eben die Kinder dabei hatte. Und natürlich geht von dem Bienenschwarm an sich keine Gefahr aus. Aber du weißt ja nie, wie sie reagieren, wenn sie sich dann gestört fühlen. Drum bin ich damals lieber geflüchtet, in Anführungszeichen, auch wenn ich natürlich keine Angst hatte. Aber man muss die Bienen ja dann nicht unbedingt stören, wenn sie gerade ausschwärmen. Jetzt ist es so wieder so weit, dass es Brennnesselsamen und Blüten gibt. Die sind nicht nur gesund, sondern auch so lecker. Schmeckt richtig schön nussig. Der Holunder blüht auch. Gibt es jetzt dann Hollerkirchal und Hollersirup. Ja, ich habe schon Knacken gehört. Noch weiter?
Wir haben hier auch von der Haber Terra Kids Line so einen Nussknacker, den die Kinder hier selber zudrehen können. Und das ist jetzt relativ gut gegangen. Der Johannes hat es jetzt zum ersten Mal gemacht. Und jetzt werden wir uns da ein paar leckere Nüsse aufknacken. Oder, Hannes? Ja. Schaffst du das? Gut. Ich hab's gehört, jetzt kann's gleich losgehen. So. Soll's halten? Ja. Jetzt knackt's schon. Gut, ich glaube, wir können schon wieder hochdrehen. Ja, so ein richtiger Rüstung und schau, voll ausgefallen. Mhm. Gut, jetzt ist deine Hand geschützt. Hock dich mal hin, macht's ja jetzt gemütlich. Also, was willst du schnitzen, den Delfin oder den Hai? Ich will den Gefühl. Also den Hai. Okay. Das ist jetzt das ganz scharfe Messer, gell? Genau. Dass wir eine richtig schöne Rundung ausarbeiten. Nicht so nah am Gesicht. Schau, wir müssen die hier so reinlegen. Was? So waagerecht reinlegen. Dann zudrehen. So, und jetzt mit dem Bohrer. Warte mal. Jetzt können wir hier so reinbohren. Ich will es so machen. Ja. Genau. So, immer hin und her reiben. Dann hier noch so schräg halten. Brauchst du eine andere Feile? Ja. Sonst nimm halt die. Eigentlich wäre eine andere besser, aber... Welche anderen willst du denn? Die hier hätte ich gemeint. Eigentlich wäre eine gut, die so halbrund ist. So, schau, immer so schräg. Dann macht man eine schöne Rundung. Ja? Zeig. So, so. Auf.
gebe euch mal einen kleinen Einblick hier in unsere Schnitz- und Werkelwerkstatt. Johannes, sein Hai, der ist fertig. Den hat er erst geschnitzt. Das war natürlich ein Rohling. Ja, da hat er jetzt die Formen hier runder gemacht, weicher gemacht und dann mit diesem Feilenset hier noch bearbeitet, Kanten rausgeschliffen. Ja, und der ist jetzt fertig. Müssen wir zu Hause dann bloß noch anmalen, wenn er es mag. Genau. Und eigentlich wollten wir aus den Eicheln, die wir gefunden haben, eine Eichelkette machen. Der Plan wäre gewesen, dass wir die hier einspannen und dann mit einem von den beiden Bohrern hier durchbohren und dann auffädeln. Aber die sind schon so alt, sobald da ein bisschen Druck drauf kommt, halbieren die sich. Ja, somit ist der Plan leider gescheitert. Ja, und aktuell sind wir jetzt gerade dran, einen Zaun zu bauen für die Holztiere, die die Kinder dabei haben. Da haben wir einfach die Äste abgeschält und dann Löcher reingebohrt mit dem Handbohrer und dann ja, die Verbindungen hier so zusammengesteckt. Geht relativ schwer, mal schauen, wie viel wir schaffen. Früher habe ich meine Kinder ja regelmäßig in meinen Videos mit hergezeigt, wenn wir auf Tour waren. Das Ganze ist jetzt drastisch zurückgegangen. Zum einen, weil sich die Kinder einfach entwickelt haben. Es sind keine Kleinkindgesichter mehr, die nicht so charakteristische Merkmale haben, sondern man kann die Kinder dann auch noch nach 5 Jahren wiedererkennen, dass das dieses Kind ist. Und ja, ich finde, sobald die Kinder einfach ein bisschen größer werden, sollte man da ihr Recht auf Privatsphäre respektieren. Ich weiß ja nicht, wie sie da in 5, 10 Jahren dazu stehen, ob sie dann immer noch wollen, dass sie auf YouTube zu sehen sind. Ab einem gewissen Alter finde ich das einfach nicht mehr richtig, die Kinder da zu zeigen. Und natürlich, wie bei diesem Video jetzt, kann man die Kinder schon ab und wann mit herzeigen, mit aufs Video nehmen. Aber ich filme die Kinder dann einfach so, dass man ihr Gesicht entweder nicht sieht oder die Gesichter werden verpixelt. Außerdem ist es auch so, dass YouTube da die Richtlinien verstärkt hat. Also YouTube will auch nicht, dass die Kinder da in Videos zu sehen sind, um die Rechte und die Privatsphäre der Kinder zu schützen. Ich bin mir ganz sicher, ihr versteht es. Ich muss einfach was das machen. So. Jetzt haben wir schon richtig viel Holz, gell? Mhm. Ja. Dann haben wir heute Nacht was am Tag, mitten am Tag und mitten in der Nacht. Seht ihr? Da. Aber was sind denn das für Abdrücke? Auch was? Das sieht man ja. Ist sofort angegangen. Thank you.
mitmachen. Komm, bleib wieder rein, dann können wir dein Blut trinken. Schau, da vorne ist ein Hummer. Siehst du sie? Hinter dem Baum. Da, siehst du sie? Die ist ganz groß. Da kommt sie wieder. Sebastian, siehst du die Hummel? Ah, da. Danke. Oh, schau mal, wie groß die ist. Da. Schau. Vorsicht, Vorsicht. Hol mal schnell das Beobachtungsglas. Ja. Ich hab's. Aufmachen. Können wir aber nur kurz anschauen, gell? Weil sonst hat sie Angst. Warte. Schau mal. Warte, nein, lass es stehen, weil sonst, wir dürfen nicht schütteln, sonst hat sie Angst. Schau mal, wie groß und flauschig die ist. Ja. Wow. Vielleicht ist das Kind diese Biene, die ich mitgenommen habe, von Leo. Vielleicht ist sie zu Leo geflogen und dann abgestürzt. So, jetzt müssen wir es aber wieder fliegen lassen. Ich will hier durchschauen. Dann. Ja, dann schau noch kurz durch, Sebastian, lass mal. Was kannst du erkennen? Alles, schau du mal durch. Mama war auch. Aber vorsichtig, man darf nicht so schütteln. Mama, kann ich aufmachen? Ja. Gib mir deinen Kappi. Na, warte, da dreht man nicht, man macht so auf. Warte. Und? Warte mal kurz. Warte mal, lass mal. Ja, du darfst es aufmachen, ich öffne es mal. Okay. Jetzt kannst du es runterheben. Lassen wir sie wieder fliegen. Und weg. Und weg. Ja. So, unser Waldmandala ist jetzt fertig, oder Johannes? Ja. Haben wir ganz schön lang gebraucht, immer wieder dazu gebaut, mit neuen Zapfen, Rinde, Äste, alles was wir Schönes gefunden haben. Gell? Ja. Okay, super, danke. Gut gemacht. Kann ich jetzt warte, nein, das ist noch zu viel. Warte mal. Das muss ich erst durchbrennen. Und dann. Warte. Und dann auch erst die Hälfte davon. Die Hälfte wieder weg. Kann den ganz großen reintun. Ja, kann nur den reintun. Feuerteil. Okay. Und er mir sein Frühstück gibt. Den der Sebastian jetzt hat, das ist meiner. Nein, ich meine den von zu Hause in den Rollen. Dann kann er den Gibst mir du? Geben und dann gebe ich ganz den. Ganz fest drücken. Den, ganz fest drücken. Da braucht man viel Kraft. Soll ich mit dem Sebastian gemeinsam machen? Soll ich mit dem Sebastian gemeinsam machen? Ja. Okay. Komm, ich zeig's dir mal. Opa Hannes. Johannes kann das schon gut, gell? Wenn du größer bist, kannst du das auch so gut. Nee. Nein, das ist Mama, du kannst dafür immer meinen Vorstell haben. Darf ich ihn immer benutzen? Das ist aber lieb von dir. Du kannst ihn für immer auch haben. Du nimmst schließlich auch meine Sachen her, oder? Dann können wir bei deinen auch teilen. Dann machen wir es so, ich krieg dein und ich und du kriegst mein. Okay, aber immer nur ausgeliehen, oder? Ja. Jetzt meins. Danke dir, Mama. Danke, leg ihn mir bloß hin, bitte. So, soll ich dir Mama zeigen, Bastian? Du tust hier. Was denn so? Hey, das gehört jetzt die Mama. Komm, ich zeig dir jetzt nochmal, wie es mit denen geht. Das ist mal. Ich zeig dir kurz. Und dann kannst du es dir machen. Bis du es nicht so weißt. Du nimmst es so, zeigen, wie groß ich meine Puppen auch machen kann. Ja, gerne. So. Aber mein. So, her. Moment. Ja. So,
Oh, Schoko hat das. Filmst du mich, wie ich das so groß machen kann? Danke. Bitte. Kann ich dann gleich wieder? Wenn es wieder brennt, na klar. Okay. Du hast dir das übst du gerade. Mhm. Du machst es sehr gut, Mama. Danke, Schätze. Ah, jetzt hast du es mir davon gepustet. Brauchen wir einen Spieß fürs Fleisch, dass wir nicht mit unseren Essgabeln das rohe Fleisch anfassen müssen. Ist das Öl? Ja. Zum Kochen? Ja. Okay. Und wann löst es auf? Das löst sich nicht auf, das wird nur heiß. Wenn es ganz heiß wird, dann löst sich es auf, aber so heiß wollen wir es gar nicht. Mama, aber wie kriegt man es dann wieder raus, wenn wir es wieder rausnehmen? Abspülen. Okay. Wenn man hier ein ganz großes Paket losbringt und dann ein Feuer gibt. Wenn man was ins Feuer gibt? Wenn man ein ganz großes Paket Moos rein gibt. Moos, dann qualmt und dann geht es vielleicht aus. Okay. Kann ich eins rein tun? Nein. Und später? Nein, jetzt nicht, bitte. Und du noch? Ja. Oh, jetzt brauchen wir nochmal ein Öl. Bei uns gibt's heute ganz simpel Grillfleisch vom Hobo. Gestern Würstel vom Hobo, es reicht vollkommen für draußen. Muss ja nicht immer so kompliziert sein. Zum Glück ist das Regenlicht, oder? Mhm. Das Regenlicht? Nein. Also ja. Nein. Vielleicht habt ihr bemerkt, dass hier im Hintergrund ein Vogelhäuschen hängt. Ein paar Waldbesitzer machen sich die Mühe, dass sie hier Vogelhäuschen aufhängen. Das ist ja wirklich sehr schön. Und wenn du in so einer Gegend unterwegs sein solltest, in dem das der Fall ist, bitte davor überprüfen, ist da ein Vogelnest drinnen, brütet vielleicht gerade ein Vogel oder sind da Jungvögel drin, dann ist es natürlich ein No-Go, dass man in diesem Bereich sich hier aufhält, weil der Vogel würde sich gestört fühlen und nicht mehr zum Nest zurückkehren. Drum Abstand halten. Hier ist natürlich kein Vogel drin, sonst hätte man nicht unser Lager hier aufgeschlagen. Zum Kochen verwende ich ganz gern Kohlen, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber die machen den Hobo leider ziemlich zu. Darum haben wir jetzt das Feuer ausgehen lassen und Johannes und ich sammeln jetzt nochmal Kleinholz zum Feuer starten, dass wir dann noch ein gemütliches Hobofeuer am Abend haben. Ja, du fleißiger Helfer. Super, schaut gut aus, was du hast. Sebastian? Ja? Au, oh, danke! Mama, danke! Bitte. Nein, das hier. Mein Zundernest mache ich mir immer ganz gerne auf einem Stück Rinde, weil so kann ich das kleine Feuer dann so nehmen und in den Hobo hineinlegen, ohne dass mir alles auseinanderfällt.
das reinlegen? Gleich, erst wenn das Feuer größer ist. Ich tue dann ich alles rein. Ja, jetzt kannst du ein bisschen was reingeben. Langsam, aber nicht drücken. Von der Seite. Schau weiter aus das Feuer. Wo ist die? Ma. 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 Leise sein. Ma. Ma. Wo ist sie? So. Soll das jetzt ich aufziehen, oder was? Ja. Das ist mir ein bisschen zu klein. Ja. Das passt bei dir besser. Nein, der Räuber Hotzenplotz. Oder der Michel bist du, der Michel aus Lenneberger. Du bist der Michel aus Lenneberger. Ja. Jetzt wird es dann Zeit, dass die ersten Glühwürmchen wieder da sind. Die haben wir immer so um die Zeit das erste Mal im Jahr gesehen. Aber bevorzugt immer an den Gewässern. Johannes, nicht die Glut anpusten, wenn die auf den Boden fliegt. Die muss man zurücktun. Schau, dann nehmen wir so die Stöckchen. Kann ich die machen? Nein, weil die fällt ganz leicht wieder runter. Weil nicht, dass da was anbrennt. Ja, auf die freue ich mich schon wieder, auf die Glühwürmchen. Gell? Ja. Ja. Schauen wir mal. Du auch, ja? Wie lange es noch dauert. Oh, die Mücken haben hier ganz ekelhaft. Wir haben uns zwar alle eingesprüht, aber es bringt irgendwie wieder mal gar nichts. Die sind kontinuierlich da. Erst so in den ganz späten Abendstunden wird es dann leichter. Nein, die Mücken haben... Das geht nicht. Ja, die wollen unser Blut saugen, die Mücken. Mhm. Nein. Doch. Nein. Oder wir sind gerade am Überlegen, wie wir es am besten machen. Denn wenn ich mit den Kindern draußen unterwegs bin, habe ich immer das Handy mit dabei und schaue mir die Wetterlage an. Gerade in den Sommermonaten ändert sich das Wetter ja oft sehr schnell, drastisch. Und jetzt gerade ist es eben so, dass Gewitter angesagt sind. Starke Gewitter mit Starkregen. Ja, und jetzt überlegen wir gerade hin und her, was gescheiter ist. Bleiben wir draußen, dann ist aber morgen alles nass und wir müssen das nasse Equipment abbauen. Oder bleiben wir jetzt noch ein paar entspannte Stunden hier am Hobofeuer sitzen und packen dann zusammen im Trocknen.
was auch irgendwie dann unvollständig ist, wenn wir jetzt fahren würden. Ja, mal schauen. Also mit Kindern, da bin ich einfach immer übervorsichtig. Ich will einfach nicht, dass ihnen was passiert. Und ja, da bin ich lieber zu vorsichtig als hernach. Ja, dass dir einfach irgendwas passiert. Ja, also entweder wir werden jetzt dann in 1-2 Stunden abbauen und dann ja, den Wald verlassen. Oder wir bleiben mit dem Risiko, dass wir dann eben nass werden. Das entscheidet sich jetzt dann. Also es war schon oft so, dass ich mit den Kindern dann abgebrochen habe und nach Hause gegangen bin. Und dann ist es aber genauso oft gewesen, dass das Unwetter dann an uns vorbeigezogen ist und wir theoretisch genauso gut draußen bleiben hätten können. Ja, ist immer nicht ganz so einfach, da die richtige Entscheidung zu treffen. Mein Herz blutet, aber es hilft leider nichts. Wir müssen jetzt hier an diesem Punkt unsere Tour beenden, abbrechen. Wir haben jetzt immer wieder das Wetter beobachtet und es ist jetzt aktuell so, dass mehrere Gewitterzellen sich zusammengeschlossen haben und ja einfach zu großen, massiven Zellen geworden sind. Und das ist dann eine Situation, die ich hier draußen im Wald nicht mehr kontrollieren und einschätzen kann. Drum ja, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, die Tour zu beenden. Wir haben jetzt nur ungefähr 40 Minuten, bis die Zelle hier bei uns eintrifft. Und ja, bis dahin müssen wir trockenen Tüchern aus dem Wald heraus sein. Wir müssen die ganzen Sachen jetzt abwechselnd zum Waldrand tragen, da steht das Auto. Und dann einfach hoffen, dass wir es rechtzeitig schaffen, dass wir trocken bleiben. Es ist immer blöd in so Situationen, weil du es auch wirklich nicht einschätzen kannst. Diese Wetterprognosen, die können sich auch ganz schnell wieder ändern und letztendlich wäre kein Sturm gewesen oder kein Starkregen. Ja, aber da gehe ich einfach mit den Kindern lieber auf Nummer sicher und dann lieber demnächst nochmal raus und nochmal eine schöne Zeit. Hilft jetzt leider nichts. Wir hatten trotzdem eine echt schöne Zeit hier draußen, entspannt, aber natürlich auch mit ein paar kleinen Stressmomenten. Das ist so, alles andere wäre gelogen. Aber es ist immer wieder schön draußen, mit den Kindern draußen unterwegs zu sein und die Welt wieder aus Kinderaugen zu sehen. Kann ich euch allen nur empfehlen. Na dann, packen wir jetzt hier mal zusammen, rucki zucki, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's es gut, pfiat euch.